Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid zu diesem Video. Heute bekommt ihr ein paar richtig schöne und coole Orte zu sehen, die ihr vielleicht noch nicht besucht habt in Zelda Tears of the Kingdom und die ihr auf jeden Fall nicht verpassen solltet. Also bleibt dran und viel Spaß. Das ist hier der erste Ort, den ich euch zeigen möchte. Ist erstmal sehr schön gemacht, in einer kleinen Höhle, allerdings mit etwas sehr Traurigem verbunden, denn wir finden hier unten ein abgenutztes Tagebuch. Und das ist das Tagebuch von Dorians Frau, was ich euch mal ganz kurz vorlesen möchte. Mein geliebter Mann opfert sich immer sehr für alle anderen auf. Seit er in Impas Haus tätig ist, arbeitet er noch fleißiger als vorher. Er soll mir lange gesund bleiben. Darum habe ich mich sehr gefreut, als mein Abwehrfleischkürbis so gut ankam. Ein Rüstungskürbis Fleisch war schnell zubereitet und schmeckte ihm so gut, dass er mehrfach Nachschlag wollte. Meine geliebte Priko erfreut mich jeden Tag aufs Neue. Sie ist ein Schatz. Wenn es nach ihr ginge, würde sie jeden Tag einen dicken Butterapfel aufgetischt bekommen. Sie stopft sich damit wie ein Eichhörnchen die Bäckchen voll, die Kleine. Unsere Speisekammer ist immer voll mit Äpfeln und Ziegenbutter, denn ich verwöhne sie ja gerne. Coco ist auch ein lieber Schatz. Es wärmt mir das Herz, wie lieb sie sich um ihre kleine Schwester kümmert. Seit Prigos Geburt hört man von Coco kein Jammern und kein Meckern mehr. Als aufmerksame Mama weiß ich, dass Coco Ausdauer-Honigäpfel liebt. Den Honig zu beschaffen ist manchmal nicht ganz einfach, aber wenn ich Feuer dabei habe, stechen die Bienen mich nicht. Nun ja, das zufriedene Lächeln meiner Tochter wäre mir sogar ein paar Bienenstiche wert. Und hier geht es jetzt um Dorians Frau, deswegen habe ich euch das mal hier mit da reingeschnitten, denn das ist aus Zelda Breath of the Wild. Da ging es um das Juwel, das gestohlen wurde. Und hier erfahren wir ein bisschen was. Hier erfahren wir, dass Dorian damals ein Jäger war. Und er sagt jetzt hier, nachdem ich meine spätere Frau getroffen habe und Vater wurde, wollte ich mein altes Leben eigentlich hinter mir lassen. Und deswegen ist meine Frau, ich wollte nicht, dass sie meiner Familie noch mehr antun, also habe ich meine Position als Wächter genutzt und ich habe ihnen Informationen über euch und das Dorf zugespielt. Also hier erfahren wir, dass Dorian damals Jäger war, er wollte aufhören und seine Frau wurde anscheinend umgebracht. Und deshalb ist hier unten auch sehr, sehr viel Blut an den Wänden, also ein sehr trauriger Raum, wenn ihr euch den mal genau anschaut. Und das sind so die ganzen Informationen, die wir unten bekommen. Wenn wir jetzt direkt hier an der Feuerstelle nach oben gleiten mit einem Deckensprung, sehen wir ganz hier oben einen Prinzessinnen-Enzian, der wirklich mega schön leuchtet, wenn es dunkel ist. Also so eine kleine Erinnerung an Dorians Frau direkt hier in Kakariko. Wo dieser Ort ist, zeige ich euch jetzt nochmal hier genau auf der Karte. Da müsst ihr kurz hin. Dort gibt es einen Brunnen. Und wenn ihr in den Brunnen reinspringt und den Feuerfackeln folgt, dann seht ihr am Ende ein paar Äpfel und da seht ihr dann die Höhle. Schaut euch als nächstes mal diesen wunderschönen Ort an. Wir sind im Untergrund. Ihr habt richtig gehört, wir sind wirklich im Untergrund, denn eigentlich ist es ja hier sehr dunkel, aber trotzdem finden wir hier diesen schönen Ort. Und hier gibt es sehr, sehr viele kleine Höhlen und in den Höhlen finden wir diese kleinen Wesen, diese Rumis, die hier. Die findet ihr in sehr, sehr vielen Höhlen hier unten. Die hüpfen auch hier rum. Und die könnt ihr euch gerne mal einfach anschauen. Das ein bisschen genießen hier unten. Oder ihr könnt natürlich die Bullet Time nutzen und euch ein paar Rubine hier unten farmen. Aber ich will den Ort einfach mal genießen. Ihr seht hier, wie ihr da hinkommt. Von dieser Wurzel aus einfach ein Stück nach links laufen. Und da seht ihr den Rumi-Bau. Als nächstes schauen wir uns diesen schönen Ort mal hier an, beziehungsweise diesen Raum. In der Dunkelheit sieht das Ganze noch viel, viel schöner aus, denn dann leuchten die ganzen Blumen. Wo befinden wir uns? Wir sind hier im Dekubaum drin. Und hier sehen wir Fraxinus, der sagt uns, niemand weiß, dass ich hier einen geheimen Raum gebaut habe. Und dann beginnt die Aufgabe, geheimer Raum im Dekubaum. Das ist auch eine Nebenaufgabe, die ihr gerne machen könnt. Einmal hier schlafen hier drin, damit es dunkel ist. Und dann habt ihr die Aufgabe geschafft. Ihr bekommt noch einen Krogstoff, den ihr später benutzen könnt für euer Parasegel. Und hier seht ihr nochmal genau die Stelle. Ihr wisst wahrscheinlich, wo das ist. Ihr wart wahrscheinlich schon mal im Wald der Krogs. Und geht mal unten rein. Und wenn ihr unten drin seid, direkt an der Feuerstelle, könnt ihr den Deckensprung benutzen und seid dann hier in diesem wunderschönen Raum, den ihr auf jeden Fall mal genießen solltet. Schaut euch doch mal diesen wunderschönen Ort an. Macht euch hier ein bisschen Licht oder Feuer und das Ganze wird noch viel, viel schöner.
Ich nehme an, dass ihr wisst, wo wir hier sind. Ihr kennt das jetzt vielleicht noch nicht ganz genau, aber wenn wir jetzt reinlaufen, wisst ihr das ganz bestimmt, denn wir sind im Schrein des Lebens. Wenn ihr Zelda Breath of the Wild gespielt haben solltet, dann wisst ihr, dass hier alles begann. Also geht da ruhig mal rein, macht euch ein bisschen Licht, springt ins Wasser, denn da bekommt ihr volle Herzen, genießt hier ein bisschen die Zeit und geht am besten auch nochmal ein Stück weiter runter. Denn da bekommt ihr noch eine Bauplan-Steinplatte und könnt euch dann hier dieses Gerätchen nachbauen, dieses Fahrzeug. Also besucht auf jeden Fall mal diesen Ort, wo dieser Ort genau ist. Zeige ich euch auch nochmal ganz genau auf der Karte, damit ihr ihn auch sehr, sehr leicht finden könnt. Und zwar befinden wir uns auf dem vergessenen Plateau, denn da ist natürlich der Schrein des Lebens. Das ist wohl der allerschönste Ort in Zelda Tears of the Kingdom. Ich kann es nicht anders sagen. Schaut euch doch das mal an. Das ist richtig schön gemacht. Wo befinden wir uns? Wir sind hier oben an einer geheimen Quelle. Also geht da auf jeden Fall mal hin, springt hier in den Spalt rein. Da seht ihr auch ein bisschen Feuer. Und wenn ihr gerade auslauft, seht ihr hier diese Geheimquelle. Also da in den Spalt reinlaufen, kaum zu verfehlen, denn da leuchtet auch ein bisschen Feuer. Hier reinlaufen, ein Stück weiter durch die Höhle rennen, ein paar Steine aufsprengen und dann seht ihr hier einen kleinen Felsen. Genau den hier. Den müsst ihr da wegschaffen und dann kommt ihr in die schönste Höhle in Zelda Tears of the Kingdom. Also genießt hier definitiv mal ein bisschen die Zeit, macht euch auch hier wieder Licht, dann sieht das Ganze viel schöner aus und ihr könnt euch einfach eine Menge Pilze einsammeln. Und mehr könnt ihr auch hier nicht machen, aber wie gesagt, das ist einer der schönsten Orte, die ihr auf jeden Fall mal gesehen oder besucht haben solltet. Also entspannt hier unten ein bisschen und genießt es einfach. Und zum Schluss schauen wir uns nochmal diesen einsamen Stein an, den wir uns auf jeden Fall mal angucken sollten, denn da bekommen wir ein paar wichtige Informationen. In den Tiefen dieses Landes vermochte der erste der Könige, edel und mächtig, den Dämonenkönig zu bannen. Um seinen Bann zu stärken, wurde hier das Schloss erbaut, als Siegel und Pfeiler der Heiligkeit dieser Stätte. Sollte das Schloss nicht mehr sein, so ist auch die heilige Stätte verloren und es entsteht der Dämonenkönig. Seine Wiederkehr wird das ganze Reich mit Zwietracht, Zorn und Grausamkeiten überziehen. So verstehe denn, nur des Schlosses Fortbestehen kann des Landes Wohl gewähren, auf dass seine Mauern in alle Ewigkeit trutzig und ungerührt an diesem Orte weilen werden. Und ihr werdet schon wissen, wo wir uns hier befinden, genau auf dem Schloss Hyrule. Also geht da auf jeden Fall mal hin. Hier seht ihr mal ganz genau die Stelle. Da seht ihr einen Eingang. Ihr müsst ja auch gar nicht viel machen. Einfach nur zwei Tore hochheben mit der Ultrahand. Und wenn ihr hier drin seid, lauft ihr einfach zweimal auf die rechte Seite. Sobald ihr dann hier oben angekommen seid, seht ihr noch so ein kleines Gitter. Das müsst ihr noch anheben. Und dann könnt ihr hier direkt runtergleiten oder die ganzen Gegner besiegen. Und euch noch sehr, sehr viele Items einsammeln. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch haben diese ganzen Orte gefallen. Und vielleicht besucht ihr den einen oder anderen ja auch mal selbst im Spiel. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne noch ein Like da oder ein Abo. Und aktiviert auch die Glocke, wenn ihr möchtet. Das würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, macht's gut und ciao.